Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, die Plätze einzunehmen, in den Plenarsaal zu kommen und, wenn möglich, die Gespräche einzustellen. Ich öffne die 48. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Zur Tagesordnung kann ich Ihnen mitteilen, dass noch eingegangen und bereits gestern in den Fächern verteilt worden sind ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Direktwahlen in den von § 150 HGO betroffenen Städten und Gemeinden grundsätzlich auch zwischen dem 1. November 2020 und dem 14. März 2021 ermöglichen. Das ist die Drucksache 20/3137. Ich frage, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das, Herr Kollege Rudolph, bitte. Ja, Herr Präsident, da es eine Termingeschichte ist und wir nicht über die Sommerferien warten können, möchten wir darum bitten, dass wir ihn heute am Ende der Tagesordnung noch aufrufen. Redezeit 5 Minuten. Das ist die Drucksache 20/3137. Das ist das, was ich eben vorgetragen habe. Dringlichkeit wird bejaht. Das habe ich gesehen. Wollen wir, es würde dann Top 13. Wollen wir den rufen wir am Ende der Tagesordnung auf? Wer äußert sich dazu? Kollege Bellino, bitte. Moment, 1, 2, 3. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der Tat, der Antrag ist gestern eingereicht worden. Wir sehen da auch eine gewisse Dringlichkeit. Wir beraten das, aber wir treffen uns am Samstag noch einmal, und dann können wir das in dieser einstündigen Sitzung am Samstag durchaus am Ende der Tagesordnung noch aufrufen und beraten. Kollege Rudolph, okay so? Herr Präsident, ja, wichtig ist, dass wir ihn jedenfalls vor der Sommerpause beraten können. Wir haben auch kein Problem, nächste Woche eine Sondersitzung einzuberufen. Also, aber der Samstag ist in Ordnung. Okay, dann rufen wir das am Samstag auf. Kollege Frömmrich noch? Okay, dann machen wir das so. Alles klar. Darf ich um Ruhe bitten? Ebenfalls noch eingegangen und gestern in den Fächern verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der SPD und DIE LINKE betreffend 100%-Finanzierung in der Corona-Pandemie für soziale Trägerlandschaft in Hessen ermöglichen. Das ist die Drucksache 20/3139. Ich frage, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Wie wollen wir hiermit verfahren? Kollege Felstehausen. Herr Präsident, auch dort, die Dringlichkeit ist ja auch bejaht worden, sollten wir zu einem Entschluss kommen. Und wir bitten auch, diesen noch auf die Tagesordnung zu nehmen und zu beraten, entweder heute oder gegebenenfalls auch am Samstag auf die Tagesordnung zu nehmen. Kollege Jürgen Frömmrich. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Die Dringlichkeit ist natürlich, haben wir ja befürwortet. Ich würde auch vorschlagen, der Antrag ist gestern Abend, glaube ich, irgendwann verteilt worden, dass man sich den anschauen kann und dass wir ihn am Samstag dann am Ende der Tagesordnung aufrufen oder sogar mit dem Haushalt aufrufen. Das können wir uns noch darüber verständigen. Okay, dann machen wir das so. Gibt es dazu weitere Meinungen? Ist nicht der Kollege Dr. Grobe. Also wir unterstützen es, aber bitte inklusive in den Haushalt, also zum Nachtragshaushalt mit aufrufen. Nicht extra. Ja, die Antragsteller sehen das anders. Sie wollen die extra aufgerufen haben. Dann ist das gute Recht der Antragsteller. Dann würden wir das dann doch so machen. Rufen die am Samstag auf nach dem Nachtragshaushalt und beraten die dann. Jeweils 5 Minuten Redezeit, gehe ich mal von aus. Ja, so machen wir es. Okay, alles klar. Auf dem Nachtrag zur Tagesordnung ist unter Top 11 der Wahlvorschlag der CDU-Fraktion. Das ist die Nachwahl eines Mitgliedes und nachrückender Mitglieder des Rundfunkrates des Hessischen Rundfunks, Drucksache 20/3130, aufgeführt. Der Wahlvorschlag ist in den Fächern verteilt worden und wird, wenn Sie dem nicht widersprechen, heute nach Top 1 aufgerufen. Alle einverstanden? Dann machen wir das so. Können wir die Tagesordnung so genehmigen? Alle einverstanden? Keiner widerspricht? Dann haben wir die Tagesordnung so genehmigt. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir dann heute voraussichtlich bis 16.20 Uhr. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 1. Das ist die dritte Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Änderung des Artikel 141 Gesetzes 2031-32 zu 2030-85 zu 2030-50. Wir werden über diesen Tagesordnungspunkt unmittelbar nach der Aussprache abstimmen. Entschuldigt fehlen heute die Kollegin Claudia Papst-Dippel,
der Kollege Karl-Hermann Bolldorf, Frau Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann. Gibt es weitere Entschuldigungen? Kollege Bellino. Ich darf aus den bekannten Gründen die Abgeordnete Lena Arnold entschuldigen. Dankeschön, das hatte ich vergessen. Bitte um Entschuldigung. Gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall.